Bits und so kommt heute auch wieder mit freier Unterstützung von Contist. Ihr könnt mal gehen auf den Link bei uns klicken oder auf das Banner auf bitsundso.de. Dann kommt ihr auf die Seite für das Geschäftskonto von Selbstständigen für Selbstständige und könnt euch anschauen, was es hier gibt. Das ist ein mobiles Konto. Ihr bekommt eine iPhone- oder Android-App und könnt dort euer selbstständiges Konto verwalten. Ist kostenlos, bleibt kostenlos. Es gibt allerdings demnächst Premium-Modelle für einen höheren Dispo, für Zugang, für einen Steuerberater, andere Sachen ab 4,95 im Monat. Aber das Basiskonto ist und bleibt so, wie es jetzt ist, kostenlos. Wenn ihr euch jetzt schnell bis Ende Juli anmeldet, dann gibt es noch 50 Euro Startguthaben, wenn ihr über unseren Link geht. Und bis zum Ende des Jahres gibt es Integration mit Buchhaltungssystemen, LexOffice, Papierkram und solche Sachen. Und jetzt haben sie auch schon gestartet, die Debit Mastercard. Mhm. Und dieses, ich lasse mal im fertigen Video hier wieder eine Grafik mitlaufen mit den mit einem Screencast von der App. Da sieht man jetzt gerade hier, was ist eingegangen, ausgegangen. Da hat sich gerade jemand einen Lamborghini gekauft. Und ich kenne das Problem. Da kommt eine Umsatzsteuererstattung raus aus dem Lamborghini. Da kommen aber auch möglicherweise aus den Einnahmen Steuern raus, die man da noch bezahlen muss. Und dann rechnet die App halt aus, deinem Konto fehlen noch 7.000 Euro für die Steuern. Oh. Und wenn man das halt am besten vorher merkt, das ist schon hilfreich. Dann ist das vielleicht hilfreich. Ja. Die App kann also, das Konto kann rechnen, was ist mit der Umsatzsteuer rein und raus, was ist mit deiner Einkommensteuer, wie oft musst du die zahlen, wann will das Finanzamt das von dir haben, kann dir halt dann künftig auch frühzeitig sagen, so du, das wird eng, schau mal, dass du da nochmal was zurücklegst. Ihr könnt hier sehen, Einnahme, Ausgabe von 1.000 Euro bleiben dir halt 600 Euro selbst. Oh Gott. Ja, das ist das Traurige, nicht wahr? Ja. Also probiert mal das Contist-Konto aus. Der Link ist bei uns in den Shownotes von der 532 oder ihr findet das Banner auf bitsundso.de. 55 Euro Startguthaben. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich glaube, eine sehr schöne Sache für Selbstständige, Freiberufler, GbRs und diese Dinge. Und möglicherweise bald auch für andere Rechtsformen. Das fände ich auch noch sehr interessant. Also herzlichen Dank an Contist für die Unterstützung. Nun,